Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. In einem sind sich die Politiker hierzulande einig, ein allgemeiner Lockdown in der Corona-Krise soll verhindert werden. Doch regional ist das öffentliche Leben heute im bayerischen Berchtesgadener Land heruntergefahren worden. Denn der Landkreis hatte Rekordzahlen gemeldet bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen liegt dort weit über der Schwelle für Risikogebiete. Auch bundesweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlicher. Insgesamt wurden dem Robert-Koch-Institut 6.868 weitere Fälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Seit 14 Uhr gilt im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land eine strenge Ausgangsbeschränkung. In der beliebten Alpenregion müssen Hoteliers und Gastronomen abrupt für 2 Wochen schließen, Urlauber abreisen. Manche befürworten die Maßnahme, andere sind verzweifelt. Wir haben 2 Tiefkühler voll Ware. Wir haben 10 Steigen Salat da, wo wir jetzt einfach das Zeug in die Tonne klopfen, weil wir es gar nicht verbrauchen können. Ich finde es richtig gut. Ich kann das nur befürworten und würde mir wünschen, wenn sich endlich mal alle dran halten und da, wo die sich nicht dran halten, da auch mal durchgegriffen wird. Auch für Bewohnerinnen und Bewohner der gesamten Region gelten strenge Regeln. Sie dürfen nur aus triftigen Gründen ihr Haus verlassen, etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen. Veranstaltungen außer Gottesdienste sind verboten, Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Die genauen Details hat der Landrat soeben in einer Pressekonferenz bekannt gegeben und seine Zuversicht geäußert. Und hoffen, dass wir zum 9. November 2020 die Infektionszahlen so weit nach unten gebracht haben, dass wir wieder verträglich und normal in unseren Bildungseinrichtungen den Schulbetrieb aufnehmen können. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF begrüßt der Gesundheitsminister das schnelle Handeln. Die bayerische Staatsregierung macht dort genau das, was vereinbart ist, nämlich dort, wo die Infektionen sind, einzugreifen und zwar auch konsequent. Das ist jetzt hart, 2-3 Wochen. Das rege Treiben in der Urlaubsregion, eine Party, die Nähe zu dem Hotspot Kuchel im benachbarten Österreich. Das sind derzeit die Erklärungsansätze für das rasante Ansteigen der Infektionen. Martin Breitkopf in Berchtesgaden jetzt, nachdem der Lockdown greift. Wie erleben Sie die Stimmung dort vor Ort? Also wir waren gerade eben noch mal in der Fußgängerzone. Das ist wirklich gespenstisch, wenn man da unterwegs ist. Es sind fast keine Menschen unterwegs. Die Geschäfte haben aber trotzdem offen. Also es ist wirklich eine komische Situation, in der wir hier gerade unterwegs sind im Landkreis Berchtesgadener Land. Und ja, die Stimmung ist geteilt. Wir haben es ja gerade vorhin schon gehört. Die einen verstehen es. Für die anderen kommt es zu abrupt, zu hart. Die sind ja zu Tränen gerührt gewesen, teilweise gerade jetzt Gastronomen oder Hotelbesitzer, dass sie jetzt schon wieder in diesen Lockdown müssen. Und auch das klang eben schon an. Warum sind denn die Infektionszahlen gerade im Berchtesgadener Land so sehr in die Höhe geschossen, dass jetzt dieser Lockdown herrscht? Es war auch eine Frage in der Pressekonferenz an den Landrat. Der sagt, es ist nach wie vor ein diffuses Infektionsgeschehen. Also man kann es nicht wirklich an einem Punkt festmachen. Es hat anscheinend private Feiern gegeben. Da sind mehrere infiziert worden. Aber man kann jetzt nicht sagen, das war der Hotspot. Oder die Krankheiten kommen vielleicht von der Grenze rüber. Kuchel war ja als Stichwort auch genannt. Das ist ja der Nachbarort. Aber es gibt hier auch keine direkte Straße nach Kuchel. Da sind die Berge dazwischen. Auch davon da gibt es das Infektionsgeschehen eigentlich nicht, dass es getragen worden ist. Martin Breitkopf, danke schön nach Berchtesgaden. Ein Fußballstadion als Krankenhaus. Nur ein Beispiel für die verschärfte Corona-Lage in Europa. Die 2. Welle schwappt über den gesamten Kontinent. Deutlich höher als in Deutschland liegt in vielen Staaten wie Frankreich, Spanien und Tschechien mittlerweile die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Auch Polen und Belgien sind stark betroffen. Irland verhängt als erstes Land in Europa sogar zum 2. Mal einen Lockdown. Treffen mit Familie und Freunden werden in Irland wieder drastisch eingeschränkt. Verabredungen mit anderen auch draußen werden weitgehend untersagt. Der öffentliche Nahverkehr reduziert seinen Betrieb auf ein Minimum. Nur wer nicht anders kann, soll noch zur Arbeit fahren. Restaurants und Pubs öffnen morgen ein letztes Mal. Dann dürfen sie Essen und Getränke nur noch außer Haus anbieten.
Wieder zurück in den Lockdown, das ist hart. Wir werden wohl 20 Mitarbeiter entlassen müssen. Aber natürlich müssen wir mithelfen. Hoffentlich können wir zu Weihnachten wieder öffnen. Die Infektionszahlen steigen in Irland seit 2 Wochen stark an. Viele Geschäfte müssen wieder schließen. Ausgenommen sind nur Schulen, Kitas und Supermärkte. Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, haben wir die Aussicht, Weihnachten vernünftig feiern zu können. Die Maßnahmen gelten zunächst für 6 Wochen. Betroffene des Lockdowns will die irische Regierung finanziell unterstützen. Die Kontrollen sind scharf in Belgien. Keine Ausreden mehr bei fehlenden Gesichtsmasken. Madame beachtet die Regeln, aber Monsieur muss das nicht? Kostet 250 Euro. In den vergangenen 14 Tagen gab es in unserem Nachbarland rund 10-mal so viele Corona-Infektionen wie durchschnittlich in Deutschland. In den Krankenhäusern von Lüttich ist die Lage noch dramatischer, erzählt ein Intensivkrankenpfleger. Es kommen mehr und mehr Covid-Patienten. Und wir haben ja auch noch die anderen, die wir behandeln müssen. Wir rennen ständig von A nach B. Aber wir haben einfach nicht genug Leute, um das zu schaffen. Und die, die sich um Kranke kümmern können, werden weniger. Es fehlen 8-30% des medizinischen Personals wegen Krankheit. Man sieht einfach, dass das Virus auch vor uns nicht Halt macht. Auch deshalb will die Regierung die sozialen Kontakte runterfahren. Nachts gilt eine Ausgangsbeschränkung, Restaurants bleiben ganz geschlossen und Homeoffice ist verpflichtend. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Lage außer Kontrolle gerät. Die zweite Corona-Welle hat Polen mit Wucht getroffen. Drastische Maßnahmen. Das Warschauer Nationalstadion soll bis Ende der Woche für Corona-Fälle aufgerüstet werden. Mit Sauerstoffgeräten und Platz für 500 Patienten in den Räumen. Ähnliche Vorbereitungen laufen in allen Regionen des Landes. Wir haben 2 extreme Positionen. Einen kompletten Lockdown der polnischen Wirtschaft zu machen und denjenigen, die das Virus komplett verneinen. Beides ist falsch. Medizinische Versorgung am Limit. Vor 2 Wochen konnte dieses Warschauer Krankenhaus schon keine Patienten mehr aufnehmen. Lebensbedrohliche Wartezeiten entstehen. Corona trifft in Polen auf ein krankendes Gesundheitssystem. Es fehlt an Ausrüstung, an Personal und an geregelten Abläufen. Ein Kollege von mir musste während seiner Schicht im Krankenhaus auf Kartons im Flur schlafen. Angesichts von mehr als 9000 Neuinfektionen am Tag wurden die staatlichen Regeln verschärft. Überall in Polen gilt die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Aus Sorge um ältere Risikogruppen dürfen vormittags nur Senioren in den Geschäften einkaufen. Hochgeklappte Bürgersteige, zugenagelte Schaufensterscheiben, leere Ladenlokale. Ganz so schlimm sieht es noch nicht aus in den deutschen Innenstädten. Aber Corona, der Onlinehandel und die Geschäfte auf der grünen Wiese machen Läden in der City zu schaffen. Im Kampf gegen das Ladensterben hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier deshalb heute erneut vorgeschlagen, mehr Sonntagsöffnungen zu ermöglichen. Der Handel fordert vor allem mehr Unterstützung bei der Digitalisierung. Ein geschlossenes Kaufhaus in Hamburg. Die Pandemie hat die Probleme des Einzelhandels in den Städten verschärft. Bis zu 50.000 Geschäfte könnten Corona zum Opfer fallen, schätzt der Handelsverband HDE. Der Wirtschaftsminister will gegensteuern. Mein Ziel besteht darin, dass wir das Sterben des Einzelhandels zunächst einmal schon während der Corona-Pandemie deutlich verlangsamen. Dass es im Laufe des Jahres 2021 zum Stillstand kommt. In den Innenstädten ist die Geschäftslage bei 77% der Händler schlechter als vor einem Jahr. Anders beim reinen Versand- und Onlinehandel. Hier hat sich die Geschäftslage bei 75% der Händler verbessert. Vertreter des Einzelhandels haben mit dem Wirtschaftsminister heute online diskutiert, fordern Zuschüsse, um Ladengeschäften bei der Digitalisierung zu helfen. Wir rufen hier nicht einfach nach Subventionen. Das hat der Einzelhandel in der Form noch nie getan, sondern wir haben eine außerordentliche Situation. Und ich glaube, es gibt hier gute Möglichkeiten, dass Unternehmen, die unverschuldet in diese Krise geraten sind, durch diese Krise geführt werden können. Der Deutsche Städtetag plädiert dafür, nicht nur auf den Handel zu schauen. Es geht um mehr. Es geht darum, die Vielfalt in den Innenstädten wiederherzustellen, wieder sicherzustellen, dass dort Menschen leben, arbeiten und nicht nur zum Einkaufen kommen. In den nächsten Monaten will das Wirtschaftsministerium weitere Ideen zur Förderung der Innenstädte entwickeln. In etwa 1,5 Jahren soll ein Konzept vorliegen.
Und zur Börse jetzt zu Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt, wo die Anleger heute auf die Lufthansa schauen. Die Airline hat hohe Verluste öffentlich gemacht. Wie schlimm ist die Situation? Ja, die Lage ist weiterhin dramatisch. Im vergangenen Sommerquartal gibt es einen Verlust von knapp 1,3 Milliarden Euro. Das ist nicht ganz so schlimm wie im Vorquartal, da waren es 1,7 Milliarden Euro. Aber auch in den nächsten Monaten sieht es eher düster aus. Die Lufthansa hat ihre Kapazitäten auf 25% des Vorjahresniveaus zurückgeschraubt. Der Aktienkurs interessanterweise und irritierenderweise, muss man vielleicht auch sagen, ist allerdings nach diesen Zahlen in die Höhe geschnellt, um zeitweise bis zu 7%, jetzt mit einem Plus von 4,7%. Das liegt vor allem daran, dass die Anleger mit noch schlechteren Zahlen gerechnet haben, aber auch daran, dass natürlich der Staat die Hand über die Lufthansa hält. Insgesamt sind ja Staatshilfen von rund 9 Milliarden Euro in die Kasse der Airline bislang geflossen. Kurzer Blick auf den gesamten deutschen Markt. Dort hinterlässt Corona sehr deutlich die Spuren. Der DAX bei 12.774 Punkten, 79 weniger als gestern. Dahinter steckt die Angst vor einem neuen Shutdown. Das war Rainer Jackisch, danke schön. Im Streit über eine Polizeistudie zum Rassismus zeichnet sich nun offenbar eine Lösung ab. Es soll eine wissenschaftliche Untersuchung geben, kündigte Innenminister Seehofer heute an. Aber eben keine, die sich, so Seehofer, mit Unterstellungen und Vorwürfen gegen die Polizei richte. Beleuchtet werden soll der Alltag der Beamten, die Gewalt gegen Beamte, aber auch die Nulltoleranzlinie der Behörden in Bezug auf Rassismus und Rechtsextremismus. Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Warnstreiks noch einmal Druck auf die Arbeitgeber gemacht. Wie hier in Hamburg kam es bundesweit zu Arbeitsniederlegungen in Kliniken, Behörden und Kitas. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8%, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben insgesamt 3,5% angeboten. Die Gespräche beginnen am Donnerstag. In Luxemburg ringen die EU-Agrarminister heute um die künftige Landwirtschaftspolitik in Europa. Ein Spagat zwischen Umweltbelangen und Wirtschaftlichkeit. Viele Bauern sind von den Direktzahlungen aus Brüssel abhängig. Umweltschützer hoffen auf eine umwelt- und klimafreundlichere Politik. In einer anderen Sache haben sich die Minister aber in der Nacht schon mal geeinigt. Sie legten die Fischfangquoten für die Ostsee für das kommende Jahr fest. Fast jeden Morgen kommt Rainer Hinze mit seinem Fang zurück in den Hafen Bar Höft bei Stralsund. Seit 1984 fischt er in der Ostsee Hering, Dorsch und Scholle. Doch die Bestände schwinden und so wird auch die Fangquote nahezu jedes Jahr reduziert. Jetzt auf 50% weniger Hering und in der östlichen Ostsee 70% weniger Dorsch. Eigentlich eine Katastrophe. Ich frage mich immer, was die Menschheit irgendwann noch mal essen will. Die Bauern dürfen nicht mehr, wir dürfen nicht mehr fischen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin verspricht bei ihrem Ministertreffen in Luxemburg Ausgleichszahlungen für betroffene Fischereibetriebe. Hauptstreitpunkt bei dem Treffen aber ist die künftige Vergabe von Agrarsubventionen. Es geht um ein Budget von 58 Milliarden Euro jährlich, bislang verteilt auf zwei Säulen. 70% davon sind Direktzahlungen, geknüpft rein an die Größe eines Betriebes. 30% sind für die Entwicklung des ländlichen Raumes vorgesehen, für Klimaschutz, Umweltschutz und Tierwohl. Im Gespräch ist jetzt die Koppelung der Direktzahlungen an Umweltauflagen, etwa weniger Pestizideinsatz. Deutschland will künftig 20% der Direktzahlungen für klimafreundliche Maßnahmen reservieren. Es muss Fairness und Wettbewerbsgerechtigkeit geben innerhalb der Europäischen Union bei den Landwirten, dass wir es eben nicht jedem einzelnen Mitgliedstaat überlassen, ob er Ökoregelungen einführt, also höhere Umwelt- und Klimaschutzstandards verlangt von seinen Landwirten. Bislang blockieren allerdings unter anderem Polen und Griechenland diesen Reformvorschlag. Und zum Schluss noch der Blick auf das Wetter. Hier kommt unsere Vorhersage. Im Süden funkeln heute Nacht lange die Sterne, hier und da bildet sich Nebel, im Norden und Westen fällt verbreitet leichter Regen. Morgen in Bayern längere Zeit sonnig, sonst zunächst meist dicht bewölkt und besonders im Norden und Nordwesten Regen, dazu windig. Später von Süden freundlicher und auch der Regen im Norden zieht bis zum Abend nach Dänemark ab. Heute Nacht vielerorts zweistellige, im Südosten nur einstellige Werte im Bayerischen Wald um 0 Grad. An der See morgen um 15, an den Alpen bei Föhn dagegen bis 25 Grad. Gleich geht es weiter mit Brisant. Um 20 Uhr gibt es eine neue Tagesschau. Ihnen noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen.